Moin aus Hamburg und ganz herzlich willkommen zu TMTV am Dienstag. Großes Thema heute bei uns, der FC Bayern. Es hat sich einiges getan, vor allem in der Defensive. Breaking News haben wir ebenso mit dabei. Und dann blicken wir noch nach Gladbach. Wer könnte Nachfolger für Marco Rose werden? Und beginnen wollen wir jetzt mit dem FC Bayern, unser Top-Thema am heutigen Tag. Denn eben um 14 Uhr heute wurde verkündet auf einer Pressekonferenz, dass David Alaba den Verein nun definitiv zum Saisonende verlassen wird. Das also fix. Wohin ihn der Weg führt, das ist noch offen. Aber auf jeden Fall ist jetzt fix, dass Alaba raus ist bei den Bayern ab dem 1. Juli. Den Nachfolger, den haben sie ja schon verpflichtet. Dayo Upamecano kommt von RB Leipzig zu den Bayern im Sommer. Das haben beide Clubs inzwischen offiziell bestätigt. Ausstiegsklausel von 42,5 Millionen Euro kommt zum Einsatz. Vertrag bis 2026 in München und damit schließen die Münchner wohl ihre wichtigste Baustelle für die nächsten Jahre. Eure Meinung interessiert uns natürlich wie immer auch. Werdet ihr David Alaba bei den Bayern dann vermissen im Sommer und was haltet ihr von Upamecano? Ist er ein geeigneter Ersatz? Also die Defensive der Bayern nimmt Formen an für die Zukunft. Fraglich sind da ja noch ein bisschen Niklas Süle und Jerome Boateng. Lothar Matthäus hat unlängst gesagt, er würde mit Boateng verlängern und Süle verkaufen. Was meint ihr dazu? Gebt ihr Matthäus recht oder seid ihr anderer Meinung? Gerne in der Kommentarspalte Meinungen hinterlassen. Wir machen jetzt weiter auf den Außenverteidigerpositionen, denn auch da tut sich was beim Münchner Rekordmeister. Starten mit Max Ahrens von Norwich City. Dort spielt er aktuell, der 21-jährige Rechtsverteidiger. Und nun hat der FCB laut Sky Sports Verhandlungen mit Norwich City mithilfe eines Vermittlers aufgenommen. Der Rechtsverteidiger wird schon seit rund 2 Jahren von den Münchnern gescoutet und von der Ablösesumme her wäre er wohl fast genauso teuer wie Upamecano, denn Norwich sei erst bei einer Summe von 34 bis 40 Millionen Euro gesprächsbereit. Marktwert von Ahrens aktuell bei 20 Millionen Euro. Sein Vertrag beim Championship Club in England läuft noch bis 2024. Interessant auch der große FC Barcelona wollte 2020 den Spieler verpflichten, hat da auf jeden Fall nicht geklappt. Und auf der anderen Abwehrseite, dort haben die Bayern nun Omar Richards vom Reading FC verpflichtet. Transfer noch nicht offiziell bestätigt von beiden Vereinen, aber nach unseren Informationen und denen des Kickers ist der Deal perfekt. 23 Jahre jung, 2 Millionen Euro Marktwert, kommt ablösefrei dann im Sommer zu den Bayern, wurde vom Linksaußen zum Linksverteidiger umgeschult, ähnlich wie Alphonso Davies und er hat noch keinen Erstligaeinsatz. Das gilt zu bedenken, bislang nur in der Championship für Reading gespielt. Wir blicken mal auf eine Übersichtsgrafik mit der aktuellen und möglicherweise zukünftigen Verteidigung der Bayern. David Alaba, das haben wir gesagt, der ist raus ab Sommer. Lucas Hernandez, er soll zukünftig eher in die Innenverteidigung rücken. Süle und Boateng, das sind noch Fragezeichen in der Innenverteidigung der Zukunft. Upamecano, der wurde verpflichtet als Ersatz, wie gesagt, für Alaba. Das ist fix, also schon mal ein wichtiger Zugang für den kommenden Sommer. Und auf Außen haben wir dann links Alphonso Davies, sein Backup. Das ist, wie gesagt, Omar Richards. Und auf der rechten Seite haben wir Pavard unter anderem und eben Max Ahrens, der jetzt möglicherweise verpflichtet wird aus England. Frage an euch an dieser Stelle, wie sieht eure Verteidigung der Zukunft beim FC Bayern aus? Seid ihr mit dieser Auswahl zufrieden oder müssen die Bayern-Verantwortlichen noch andere Deals tätigen? Schreibt es gerne in die Kommentarspalte. Wir machen derweil mit einigen anderen Positionen im Kader des FCB weiter, denn nicht nur in der Defensive tut sich was, auch wenn wir ein Stückchen weiter nach vorne gehen. Gibt es Neuigkeiten? Noch besitzt Jamal Musiala beim FCB einen Fördervertrag bis Juni 2022, doch das soll sich bald ändern. Laut The Guardian soll er zu seinem 18. Geburtstag am 26. Februar einen Profikontrakt unterschreiben, der bis 2026 gelten soll und ihm, wenn er bestimmte Ziele erreicht, bis zu 6 Millionen Euro brutto im Jahr bescheren soll. Erik-Maxim Choupo-Moting, er hat laut Kicker gute Chancen auf eine Vertragsverlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers bei den Bayern. Er sei wichtig, vor allem auch fürs Teamgefüge. Der 31-jährige Offensivspieler diese Saison ab bislang 16 Mal von Hansi Flick eingesetzt. 3 Tore und 1 Assist seine Bilanz.
geringer sind die Chancen auf einen Verbleib wohl bei Douglas Costa. Ist ja ausgeliehen von Juventus Turin, hat dort noch einen Vertrag bis 2022. Das heißt, die Bayern müssten ihn im Sommer fest verpflichten und Geld ausgeben. Bislang ist er hinter den Erwartungen zurückgeblieben, muss man sagen, und fehlt jetzt auch erst einmal verletzt. Er hat sich einen Haarriss am Mittelfußknochen des rechten Fußes zugezogen. Das gaben die Bayern gestern Abend vor dem 3-3 gegen Bielefeld bekannt. Die Bayern sind also sehr aktiv auf dem Transfermarkt für die Zukunft, für den kommenden Sommer. Der BVB, der Konkurrent in der Liga, hat zumindest jetzt mit Marco Rose einen neuen Trainer gefunden. Und der würde natürlich auch gerne Erling Haaland im nächsten Jahr zu seinem Kader zählen. Allerdings gibt es nun laut der spanischen Tageszeitung ABC Gerüchte, und damit starten wir in unserer Gerüchteküche, dass Real Madrid an einem möglichen Tauschgeschäft für eine Haaland-Verpflichtung bastelt. Eine Option wäre es demnach, eine gewisse Ablösesumme zu zahlen, plus Luka Jovic oder Mariano Diaz obendrauf anzubieten. Beide Angreifer spielen demnach unabhängig von der Personalie Haalands aktuell kaum noch eine Rolle in den Planungen von Coach Zinedine Zidane. André Silva ist heiß begehrt in Fußball-Europa. Laut Sky denkt nun offenbar auch Manchester United über die Verpflichtung des Mittelstürmers von Eintracht Frankfurt nach, denn die Red Devils möchten unbedingt auf dieser Position nachlegen im Sommer. Silva könnte eventuell recht preiswert, in Anführungsstrichen für rund 30 Millionen Euro zu haben sein, hat allerdings noch Vertrag bis 2023 in Frankfurt. Schenkt man 90 Min Glauben, da sind sowohl der FC Liverpool als auch Manchester United, Stadtrivale City und Tottenham Hotspur von den letzten Auftritten des Schalkers Matthew Hoppe beeindruckt, und die Scouts dieser vier Clubs würden die Entwicklung des Stürmers in der Bundesliga verfolgen. Auch Interesse von Clubs aus Italien und Spanien soll da sein, aber das müssen wir sicherlich ein bisschen relativieren, da brodelt die Gerüchteküche dann schon ziemlich. Erstmal sollte er sicherlich in der Fußball-Bundesliga weiterhin seine ganz guten Leistungen in dieser Saison bestätigen. In der Fußball-Bundesliga ist auch er aktiv, Kevin Schlotterbeck beim SC Freiburg aktuell unter Vertrag. Laut Bild ist der FC Everton am Innenverteidiger interessiert, letzte Saison noch als Leihspieler bei Union Berlin überzeugt und nun Stammspieler beim SCF in Freiburg. Marktwert aktuell 7,5 Millionen Euro, Vertrag bis 2022. Und dann machen wir noch einen Sprung in den internationalen Bereich. Diego Costa ist mit einem Marktwert von ca. 10 Millionen Euro aktuell der zweitwertvollste Spieler ohne Verein. Der Stürmer hatte ja seinen Vertrag bei Atletico Madrid aus persönlichen Gründen zum Jahresende 2020 aufgelöst. Und laut Marca und Sky Sports steht er nun vor einem Wechsel zum Copa Libertadores-Sieger Palmeiras nach Brasilien. Zwei-Jahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von 2 Millionen Euro dort im Gespräch. Borussia Mönchengladbach muss sich ja auf die Suche nach einem Nachfolger für den abgehenden Marco Rose zu Borussia Dortmund im Sommer machen. Und laut Bild gibt es dort vier heiße Kandidaten, und die möchten wir euch jetzt vorstellen. Erster Kandidat, Florian Kohfeldt, aktuell noch Trainer bei Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga, wurde in der Vergangenheit immer mal wieder als möglicher Kandidat im Falle eines Rose-Abgangs thematisiert. Für ihn sicherlich der nächste logische Karriereschritt, größerer Club in Gladbach. Und dass Gladbach einen Bundesliga-erfahrenen Trainer sucht, sicherlich auch nicht abwegig. Allerdings, er hat noch nie mit einem Team um die Topplätze der Liga gespielt und war in Bremen zwischenzeitlich auch immer wieder in der Kritik. Also für uns gibt es deshalb einen Daumen, der so mittel nach oben zeigt. Wird wahrscheinlich eher schwierig für Kohfeldt und Gladbach. Erik ten Hag, der Coach von Ajax Amsterdam, hat dort ja große Erfolge gefeiert mit dem niederländischen Rekordmeister, unter anderem in der Champions League für Furore gesorgt, Halbfinaleinzug beispielsweise, war zwischenzeitlich ja sogar beim FC Bayern im Gespräch, und Max Eberl soll bereits im Januar Kontakt zu ten Hag aufgenommen haben. Allerdings, Ajax ist natürlich eine Top-Adresse im europäischen Fußball, sportlich ungefähr gleichzusetzen mit Gladbach, das wäre also kein wirklicher Fortschritt aus unserer Sicht, wird er lukrativere Angebote bekommen, also Daumen nach unten, unsere Einschätzung.
Nächster Kandidat, Jesse March, der US-Amerikaner, aktuell Trainer bei RB Salzburg in Österreich. Dort ist er ja als Nachfolger von Marco Rose tätig und lässt in Österreich tollen Offensivfußball mit jungen Spielern spielen. Und das ist ja ein ähnliches Motto, das auch Gladbach in der Bundesliga verfolgt. Hat selber schon gesagt, dass er gerne einmal Trainer in der Bundesliga werden möchte und deshalb auch für uns der wahrscheinlichste Kandidat. Daumen geht also hier nach oben. Warten wir es ab, ob das klappt mit Jesse March und Borussia Mönchengladbach. Und derweil haben wir noch einen vierten Kandidaten für euch. Gerardo Seoane, der wohl unbekannteste der vier Trainerkandidaten, die wir euch präsentiert haben, ist aktuell bei den Young Boys Bern in der Schweiz aktiv, hat sie zu einer Spitzenmannschaft geformt, ist mit denen auf dem Weg zum dritten Meistertitel in Serie und auch in der Europa League weiterhin mit dabei. 2019 war er übrigens ein heißer Kandidat auf den Trainerposten bei Hertha, wurde damals auch schon mit Gladbach und Wolfsburg in Verbindung gebracht. Unsere Einschätzung ähnlich wie bei Kofeld, Daumen zeigt eher in die Mitte. Eure Meinung auch wieder gefragt, wer von diesen Vieren ist der geeignetste Kandidat für Borussia Mönchengladbach? Schreibt es gerne in die Kommentarspalte oder habt ihr vielleicht noch einen besseren Kandidaten? Auch das gerne mit reinschreiben. Wir machen derweil weiter mit unserem Fokus und starten dort in Italien. Romelu Lukaku hat am Wochenende sein 300. Profitor erzielt. Das ist sicherlich eine beeindruckende Statistik. Lorenzo Insigne hat am Wochenende derweil sein 100. Tor für Neapel erzielt. Auch das eine beachtliche Leistung. Und so viele Tore hat er nicht gemacht. Giorgio Chiellini aber dafür nun sein 400. Serie A-Spiel absolviert hier im Trikot von Juventus Turin. Also herzlichen Glückwunsch an diese Jubilaren. Und dann haben wir noch einen aus Italien, Sarmir Handanovic, der mit seinem 500. Serie A-Spiel bereits am Wochenende, also das sicherlich beeindruckend, der Keeper von Inter Mailand. Weniger gut läuft es für den FC Liverpool. Die haben am Wochenende zum dritten Mal in Serie verloren und das gab es zuletzt wettbewerbsübergreifend im Januar 2017. Damals zuerst in der Premier League gegen Swansea, dann im EFL Cup gegen Southampton und im FA Cup gegen Wolverhampton Wanderers. Und in der Premier League zuletzt drei Niederlagen in Serie, die gab es im November 2014 gegen Newcastle, Chelsea und Crystal Palace. Das Team der Stunde in England, vielmehr Manchester City, zuletzt das 16. Spiel in Folge wettbewerbsübergreifend gewonnen, damit den Rekord weiter ausgebaut, 3:0 gegen Tottenham am Wochenende gewonnen. Und dann noch ein Abstecher zum Abschluss in die Bundesliga. Luka Netz ist mit 17 Jahren, 8 Monaten und 29 Tagen nun der jüngste Bundesliga-Torschütze für Hertha BSC. Sein Vorgänger als Rekordhalter kein geringerer als Kevin Prince Boateng, damals mit 18 Jahren, 10 Monaten und 29 Tagen 2006 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Junge Talente wie Luka Netz stehen auch in unserer Statistik des Tages heute im Blickpunkt. Dort präsentieren wir euch die 5 wertvollsten Spieler unter 18 Jahren. Durch das Bundesliga-Marktwert-Update hat sich da einiges getan und wir starten mit dem 5. Rang. Youssoufa Moukoko, 16 Jahre, 10 Millionen Euro sein Marktwert. Auf der 4 vom Liga-Konkurrenten Bayern München, Jamal Musiala, 24 Millionen sein Marktwert, 17 Jahre auch gerade einmal alt. Ebenso 17 ist Ryan Cherki, 25 Millionen sein Marktwert, der Mann von Olympique Lyon. Und noch einen drauf legt Jude Bellingham vom BVB, 17 Jahre, 35 Millionen sein Marktwert. Auf der 1 Florian Wirtz, 45 Millionen Euro sage und schreibe, ist er aktuell wert, der 17-Jährige von Bayer 04 Leverkusen. Hier sehen wir es nochmal in der Übersicht. Wirtz, Bellingham, Musiala und Moukoko, also 4 der 5 wertvollsten Spieler unter 18 Jahren aus der Fußball-Bundesliga. Das ist doch mal was. In jungen Jahren, und damit starten wir in unseren News-Ticker zum Abschluss, wurde auch er, Alexandre Pato, schon gehypt. Die große Karriere ist ein bisschen ausgeblieben, auch verletzungsbedingt. Und nun hat der inzwischen 31-jährige Brasilianer einen neuen Club gefunden. Der Ex-Milan-Stürmer schließt sich Orlando City in der Major League Soccer an, wechselt ablösefrei dorthin und erhält einen Einjahresvertrag bis Ende des Kalenderjahres 2021 zuletzt. Anderthalb Jahre beim FC Sao Paulo verbracht und wie gesagt, leider immer wieder in seiner Karriere mit Verletzungen zu kämpfen gehabt.
Ebenfalls aus Südamerika ist er. Matias Palacios wechselt nun zum FC Basel und soll dort die Offensive verstärken. Der 18-jährige argentinische Juniorennationalspieler kommt aus seiner Heimat von Atletico San Lorenzo de Almagro und unterschreibt beim 20-fachen Schweizer Meister einen Vertrag bis 2025. Sprung nach Russland. ZSKA Moskau wappnet sich für den Meisterschaftskampf. Der russische Topclub verpflichtete zum einen Salomon Rondon, den Stürmer leihweise bis Saisonende aus China, und ihn, das 21-jährige Mittelfeldtalent Emil Bohinen. Bis 2025 kommt er in die russische Hauptstadt, das Ganze vom norwegischen Erstligisten Stabæk Fotball. Die Ablösesumme soll bei 1,5 Millionen Euro liegen. Der ehemalige Stuttgarter Linksverteidiger Emiliano Insua kehrt nach mehr als 14 Jahren im Ausland in seine Heimat nach Argentinien zurück, schließt sich dort dem Club Atletico Aldo Civi an. Beim Verein aus Mar del Plata hat der 32-Jährige nun einen Vertrag bis zum Jahresende unterschrieben. Zuletzt spielte Insua in der MLS für LA Galaxy. Zum Abschluss noch zwei Trainerentlassungen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Zum einen trennt sich VfL Osnabrück nach 7 Niederlagen in Serie von Trainer Marco Grote. Sein Assistent Denis Dogan muss ebenfalls gehen. Interimsweise übernimmt nun Florian Fulland das Team, bisheriger Coach der U19. Und auch in Sandhausen gibt es einen Wechsel auf der Trainerbank. Der Ligakonkurrent von Osnabrück hat den Trainer Michael Schiele entlassen und das gerade mal nach weniger als 3 Monaten, die er im Amt war. Interimsweise werden Ex-Profis Stefan Kulowitz und Gerhard Kleppinger die Mannschaft nun betreuen. Der SVS möchte, Zitat, im Abstiegskampf neue Impulse setzen und deshalb wurde Schiele nun entlassen. Das war's von TMTV für heute. Danke fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen oder unseren Channel abonnieren, falls noch nicht getan. Zum Abschluss haben wir noch 2 Videoempfehlungen für euch. Oben klicken für die Transfermarkt-Live-Sendung von gestern und unten für das Marktwert-Update aus der Fußball-Bundesliga mit allen neuen Marktwerten von Haaland, Wirtz und Co.